Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben eine unglaubliche Reise hinter uns. Sophie, unsere kreative Power mit Herzblut in den Aufnahmen für euch. Und ich, der dafür sorgt, dass die Videos bearbeitet und auf YouTube landen, damit ihr immer was Neues und Spannendes zu sehen habt. Dieses Jahr endet bald und jetzt steht uns etwa... Ach, scheiße, nochmal von neuem. Dieses Jahr endet bald und jetzt steht uns etwas Großes bevor. Wir haben gerade die 90.000 Abonnenten auf YouTube geknackt und die 100.000 sind zum Greifen nah. Und wenn wir das schaffen, kommen wir in den sechsstelligen Bereich und das bedeutet, Sophie bekommt ihre wohlverdiente Creator Award von YouTube. Und damit das passiert, muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Sophie mit den kreativen Aufnahmen, ich mit der Weiterverarbeitung und ihr mit dem kostenlosen Abo. Zeigt, dass ihr ein Teil dieser unglaublichen Community seid und lasst uns gemeinsam dieses Ziel noch in diesem Jahr erreichen. Ich danke euch. Und bevor wir jetzt mit Beginner2Winner starten, reden wir noch einmal ganz kurz über diesen Sponsor, über den Sponsor dieses Videos. Ob du die endlosen Weiten der Straßen eroberst oder die Ernte deiner Felder einfährst. Mit Trustmaster bist du immer am Steuer. Bring dein Spielerlebnis aufs nächste Level und vertraue auf bestes Fahrgefühl und exakte Präzision. Egal ob Racing, Flying, Farming oder Trucking, hier findest du das perfekte Zubehör. Sowohl für Einsteiger als auch absolute Profis. Besuch doch gleich mal trustmaster.com. Den Link und meinen Partnercode findest du in der Videobeschreibung. Auch mein Gaming-Setup durfte ich vor kurzem mit neuem Equipment von Trustmaster erweitern. Aktuell nutze ich das Trustmaster T248 Lenkrad, die T3PM Pedale, das Simtas Steering Kit, den TH8A Shifter und den Simtas Farmstick. Einfach 5 Versprecher. Stark. Was hörst du, wenn ich dir jetzt sage, dass meine Aufnahme nicht lief? Lief die wirklich nicht? Doch, doch. Okay. Ja, damit natürlich jetzt auch hier von meiner Seite einmal herzlich willkommen zu einem neuen Abend mit Beginner2Winner im LS22 mit mir und mit Pascal, der Männermaus. Ja, lass uns mal drüber reden, was heute so ansteht. Ja, was steht an? Ja, und eigentlich sind wir mitten bei der Feldarbeit stehen geblieben. Ja. Ich war dabei zu kalken, du warst dabei anzusehen. Das wollten wir noch beenden, bevor es sehr wahrscheinlich in Richtung Wald geht, um letztendlich ein bisschen Kapital für unseren neuen Traktor ranzuschaffen. Das ist richtig. Ich sitze schon mal im MB drin. Was hast du denn so für heute für mehr oder weniger geplant gehabt? Wir wollten jetzt halt auf jeden Fall die Feldarbeit halt so fertig machen, dass die Felder für diesen Monat halt feini sind. Ich müsste da jetzt nochmal halt genau gucken, was das jetzt genau alles bedeutet. Ja, und dann ab in den Wald. Da müssen wir ein bisschen Kapital verdienen. Ja, wir müssen uns halt, glaube ich, finanziell echt ranhalten, weil ich habe ein bisschen Angst, dass uns dieses Traktor-Thema, dass uns das zu lange beschäftigt und wir einfach jetzt zu viele Wochen auch irgendwie uns nichts leisten können, weil wir die ganze Zeit auf diesen Traktor hinsparen. Ich bin völlig fein damit, wenn wir dieses Thema auch vielleicht erstmal aufschieben und sagen, ey, komm, damit wir jetzt nicht auf 300.000 sparen müssen. Mit 80.000 kriegen wir eine neue Fläche und dann können wir vielleicht da 50.000 da rein investieren. Weil wir kommen ja mehr oder weniger eigentlich zurecht mit den Sachen, die wir jetzt gerade haben. Ja, nur wenn ich halt daran denke, dass wir mit dem MB hier auf der neuen Fläche die Felder anlegen müssen und wir wollen ja eigentlich irgendwie schon so auf eine Fläche, also wir wollen ja dann zwei sehr große Felder anlegen, wenn ich daran denke, wie lange das dauern würde mit dem kleinen Pflug und so. Das ist ja Katastrophe. Ja, ich würde sagen, dass wir das heute vielleicht einfach mal so ein bisschen als Maßstab abnehmen, so ein bisschen. Also wir gucken einfach mal, was können wir heute schaffen, wenn wir wirklich mal, und ich sage das jetzt mit Druck hinter meiner Stimme, konzentriert, produktiv arbeiten, ohne uns ablenken zu lassen und ohne Quatsch zu machen. 60.000 sind die pro Stunde drin. 60.000 wären ja 2 Holzanhänger, ne? 2 Holzanhänger, ne, 4 insgesamt. Ach, 4, stimmt, ja, stimmt, 4. Also pro Anhänger brauchen wir immer 20 Minuten. Wenn wir parallel arbeiten, dann kriegen wir 2 voll, theoretisch 3, aber man muss dann noch Hin- und Rückweg einrechnen. Mhm. Genau, also 60.000 ist eigentlich unser Schnitt, den wir machen können, wenn wir,
eigentlich unabhängig davon, ob wir ein bisschen trödeln oder nicht. Hm. Also pro Stunde sind 60.000 eigentlich drin. Ja, müssen wir einfach mal schauen dann heute, oder? Also ich würde sagen, heute nehmen wir das so ein bisschen als Maßstab und schauen einfach, was so geht. Und dann können wir auf Grundlage dessen immer noch entscheiden, ob wir dann vielleicht doch sagen, wir investieren das Geld doch erstmal in eine neue Fläche oder in eine Bäckerei oder ne, wie auch immer. Ich kann jetzt einfach komplett wild hier drüber kalken, wo du gerade dran bist, ne? Du bist ja eh fast fertig hier. Du kannst wild kalken, ja. Na, reicht dein Kalk? Ja. Jetzt sehe ich halt nicht mehr, wo ich schon angesät habe. Ich glaube, du bist fertig, ne? Nee, hier ganz kleine Kante fehlt noch. So, wir hatten gesagt, wir machen auf beide Felder Sojabohnen, richtig? Ja, genau. Ja, dann kann das Feld gestriegelt werden, wenn du möchtest. Wenn du jetzt, du fängst jetzt an zu striegeln, ne? Genau, ich habe jetzt gerade nur schon mal die Düngerreste aufgehoben, damit sie schon mal hier im Streuer drin sind und ich packe sie auch schon direkt hier an die Felder dran, weil wir das nächsten Monat direkt brauchen werden, ne? Ja, und ist dann, also wenn du dann, wenn ich jetzt hier angesät habe und du dann beide gestriegelt hast, sind wir dann durch mit der Feldarbeit? Wir haben angesät, wir haben gekalkt, wir haben gedüngt, wir haben, ja genau, striegeln ist das Letzte. Okay, super. Das ist jetzt eine Frage an den Chat und an die YouTube-Kommentare. Ihr kennt doch alle Ofenkäse. Es gibt ja, also wir gehen jetzt mal von dem normalen großen Ofenkäse aus, ne? Es gibt ja mittlerweile auch so einen Ofenkäse für eine Person und so, aber wir nehmen jetzt diesen normalen großen Ofenkäse. Für wie viele Personen ist so ein Ofenkäse oder gibt es den bei euch zu Hause? Das müsste ich einmal wissen von euch. Wie ist das bei euch? Sehr interessante Frage, sehr, sehr interessante Frage. Als ich das erste Mal mit Pascal zusammen, als wir Ofenkäse gegessen haben und wir waren zu zweit, er hat zwei Ofenkäse in den Einkaufswagen gepackt, war ich so, warum denn zwei so? Und er war so, ja, hätte er für jeden einen. Und ich war völlig schockiert, weil bei uns früher zu Hause, bei meiner Mutter, gab es einen Ofenkäse für drei Personen. Immer. Aber, also wirklich immer. Und man muss immer dazu sagen, bei uns gab es halt dann super viel so Zeug dazu. Also es gab halt voll viel Gemüse zum Reindippen und so kleine Würstchen und Brot und so. Es gab halt richtig viel, was man da reingedippt hat. Aber es gab immer für einen Ofenkäse für drei Personen. Man weiß noch nicht, was Pascals Traktor ist. Nein, wird man erst erfahren, wenn wir ihn kaufen. Und das ist noch ein weiter Weg, wenn wir uns den Kontostand so anschauen. Warum komme ich denn jetzt auf einmal hier nicht mehr voran, sag mal? Ja, unsere Felder haben manchmal solche Steigungen und... Ah, jetzt läuft's wieder. Nee, ich glaube, genau. Er hat einfach noch nicht geschalten. Komisch. Oh, guck mal, ich hätte gedacht, wir brauchen mehr Zeit hier für die Feldarbeit. Ich geh noch jetzt fixi. So, ich mache mich da mal auf die Socken in den Wald. Ja, mach das, aber ich brauche nicht lange. Ja, viel früh. Striegel steht da. Ich denke, maximal 10 Minuten bin ich da. Wie lange wollen wir das denn jetzt machen? Also wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde in der Stunde. Wie lange wollen wir jetzt Holz machen? Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich würde es vielleicht jetzt noch gar nicht einschätzen, weil wir müssen gleich erstmal Bäume aus dem Wald ziehen, die klein machen. Also kann vielleicht sein, dass wir das bis zu Ende der Folge machen. Kann aber auch sein, dass wir sagen, ey, komm, noch zwei Ladungen. Jetzt lass uns das und das und das bauen. Okay, gut. Ach Mensch, ey, lange war... Also ich war schon echt lange nicht mehr hier. Hast die Matschfläche richtig vermisst, wa? Da ist ja keine Matschfläche mehr. Hast du ja gepimpt, ne? Für 5.000. Ui, ich habe noch einiges an Holz hier. Let's go. Da hat irgendwer mitgedacht. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich selber das war. Nein, ich bestimmt nicht bei Holz. So, ich habe fertig. Ja, na, am besten verlädst du jetzt erstmal und wenn ich dann gleich da bin, dann tauschen wir Traktoren wahrscheinlich, oder? Du nimmst den MB, ziehst Bäume raus und ich fahre da weiter, oder? Also ich würde dich dann erstmal bitten, dass wenn wir tauschen, dass du dann die Bäume fällst. Ja, ja, gut, das kann ich ja machen. Aber du ziehst lieber raus. Ja, du hast, so traurig es klingt, soll jetzt auch kein Gebäsche sein, aber irgendwie kein Talent dazu, die aus dem, da rauszuziehen. Aha. Aha. Wie soll das denn kein Gebäsche sein? Feldarbeit ist dann für diesen Monat erledigt. Yes. Gott, ich habe wirklich ein bisschen Graus davor, wenn wir irgendwann noch mehr Felder haben mit dem schnellen Pflanzenwachstum. Sag mal, bist du eigentlich schon am Striegeln? Ja. Das war ziemlich flott, ne? Meinst du im Hinblick auf sauber machen? Habe ich gemacht. An die YouTube-Kommentare. Team sauber machen oder Team dreckig lassen? Oh, ich weiß, was da gewinnt. Ab mit euren Votes in die Kommentare. Oder wisst ihr was? Ich schreibe die beiden Kommentare drunter und ihr könnt das einfach liken, so wie wir es auch gemacht haben bei From Zero to Hero ein Leben lang oder Beginner to Winner ein Leben lang. Werd ja immer schon gebasht dafür, dass ich nichts sauber mache. Und mit dieser Ordnung muss ich hier zu Hause leben. Ganz Dennis Eis. Ja. Wirklich. Wirklich ganz, ganz dünnes Eis. So, muss ich von hier meinen... Ich nehme meinen Frontlader jetzt von hier mit, ne? Ja, klar. Willst du mit mir verladen? Also wollen? Also. So, I'm on my way. Also so viel zwei Sachen. Du hast erstens kein Gewicht dran. Ja, das habe ich mitbekommen. Und zweitens, wir wollten eigentlich Traktoren tauschen. Ja, aber ist es nicht sinnvoller, wenn wir erstmal alles verladen, was da noch liegt und dann holen wir neue? Hast du auch absolut recht. Also ich würde übrigens jetzt einmal einfach die Fuhre wegfahren.
Ja. Und dann kannst du in der Zeit... Also muss ich selber fällen und dann selber rausziehen. Ich hab verstanden, okay. Ja, so habe ich mir das gedacht. Wir haben übrigens noch 5 Minuten. Ja, perfekt. Dann fäll ich 5 Minuten lang jetzt Bäume. Super. Nee, das hier wird safe kein Rekord. Das ist auch nicht so ein guter Anhänger. Oh, Deutzi, was geht? Deutzi ist mir fast in meine Axt gerannt. Was, bei dir? Deutzi ist bei dir? Ja, der also wenn der man läuft die ganze Zeit hinterher, ne? Die ganze Zeit hinterher. Aber ich sag ganz ehrlich, Deutzi liebt mich einfach, ne? Der hat Angst vor dir. Du hast ihm ja gesagt, er soll die ganze Zeit hinterherlaufen. Er traut sich nicht, dir zu widersprechen. Nein, der freut sich. Pascal, kannst du dich noch erinnern, wie wir die Stunde eröffnet haben mit wir arbeiten konzentriert, lassen uns nicht ablenken, machen keinen Quatsch. Was können wir heute schaffen, wenn wir wirklich mal, und ich sage das jetzt mit Druck hinter meiner Stimme, konzentriert, produktiv arbeiten, ohne uns ablenken zu lassen und ohne Quatsch zu machen? Bist du etwa kein Hundefreund oder was? Doch, ich liebe Hunde. Ich hätte gerne selber einen Hund in der Realität. Schön, dass du das Thema ansprichst. Aber ja, jetzt ist natürlich, ne? Dann lass mich Gefallen an Hunde finden, indem ich hier Deutzi streichel. Okay, dann streichel Deutzi. Los, streichel Deutzi. So, ich bin jetzt aber übrigens hier angekommen und wir sind jetzt auch durch mit der Stunde. Also ich würde jetzt noch verkaufen und dann wäre Stunde 61 rum. Möchtest du eigentlich noch eine kurze Prediction abgeben, was wir für unseren Holzanhänger kriegen? Boah, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich sag einfach mal 28.035. Ich sage 26.000. Lol. Wer war jetzt näher dran bei 27.600? Dann war das also Stunde 61. Ich würde sagen, sehr erfolgreich, oder? Ja, war Feldarbeit beendet, ab in den Wald. Wir haben ein bisschen Umsatz gemacht, also nice. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Wir haben jetzt 66.000 auf dem Konto. Also wir gehen auf jeden Fall mit einem 6-stelligen Kontostand aus der nächsten Stunde noch raus, würde ich sagen, oder? Das auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube schon, dass wir hier jetzt 2x2 Anhänger voll bekommen. Perfekt. Ja. Bin gespannt. Super. Alles klar, bis in Stunde 62. Hey. Stunde 62 vom Beginner to Winner Projekt. Es geht weiter. Wir sind mitten beim Holzmachen gerade. Feldarbeit für diesen Monat ist abgeschlossen. Und jetzt müssen wir uns hier langsam mal ein bisschen ranhalten, wenn es ans Geldverdienen geht für den Wunschtraktor von Pascal. Von daher ist das jetzt hier mal wieder eine forstreiche Stunde wahrscheinlich. Beziehungsweise wir haben noch nicht festgelegt, ob es jetzt eine ganze Stunde wird. Aber zumindest wollen wir jetzt mal ein bisschen Forst machen, ne? Ja. Boah, ja. Das war, ja, weil ich habe gerade einen Baum gefällt und Deutzi stand da drunter. Oh nein, Deutzi. Ja. Ey, wie er da neben dir sitzt, ist ja schon ein bisschen süß, ne? War eine knappe Geschichte. Hallo, FSK 0, FSK 0. Oh Gott, der Hund wird erschlagen, oh weia. Er kann das ab, der kriegt ja genug zu essen bei uns. Wie, und dann meinst du, überlebt er es, wenn so ein tonnenschwerer Baum auf ihn drauf fällt, weil er genug wenn zu essen kriegt? Wenn ich Drescher heben kann, dann kann er einen Baum heben. Oh, okay. Schön, dass du wieder zurück bist, Pascal. Ich freue mich sehr. Was zur Hölle? Nee, das war echt doof, als du gerade auf Toilette warst. Hab ich dich vermisst. Was höre ich hier? Und übrigens, du hast eine richtig schöne Stimme durch das Mikrofon. Also auch ohne Mikrofon, aber durch das Mikrofon, das unterstützt es nochmal richtig. Deine sehr männliche Stimme. Aha, erzähl weiter. Waren wir nicht bei FSK 0 gerade angekommen? Ja, ich merke auch richtig, wie du jetzt so ein bisschen... So diesen Hang zum Quatsch machen, den du noch so in den ersten Stunden des Projektes hattest, dass du den jetzt mittlerweile so ein bisschen abgelegt hast und jetzt richtig auch einen guten Beitrag hier leistest zu unserem Fortschritt. Das finde ich wirklich gut, Pascal. Das freut mich sehr. Ja, weiß ich zu schätzen, dass das geschätzt wird. Ja. Der Chat sagt übrigens auch gerade, es ist echt krass, wie weit unten du den Baum absägst. Also, dass du halt nimmst wirklich alles mit vom Baum. Da bleibt nichts stehen. Das ist echt gut. Das hört sich irgendwie... Das hört sich hier sehr stark nach deiner Handschrift an. Nein, ich lese gerade nur vor, was der Chat schreibt. Pascal geht gerade sehr konzentriert zu Werke. Dem Chat fällt das auch auf, Pascal. Also, der Chat wurde nicht beeinflusst, ja? Du musst die Wahrheit sprechen, sonst wirst du nie im Leben einen Hund bekommen, ne? So schnell habe ich dich. Also der Chat schreibt das gerade ganz von sich selber aus in den Chat. Das ist, du weißt meiner Unterstellung aus gerade. Nee. Du triffst ausgewichene Aussagen hier. Ich treffe ausgewichene Aussagen? Ja, also du weißt dem aus, was ich dich eigentlich gerade gefragt habe. Du sagst zwar Wahrheiten, aber das bestätigt nicht meine Theorie.
So, okay. Ich habe übrigens jetzt wieder geparkt. Ja, ich komme. Warte mal, soll ich jetzt nach da hinten laufen und erstmal noch ein paar Bäume fällen? Oder hast du jetzt schon genug gefällt? Nee, niet ruhig. Wir können nicht genug Bäume fällen. Also niet ruhig noch ein paar um. Dann gehe ich da nochmal hin. Und der Chat sagt auch gerade, boah, wie schnell du gerade gerannt bist. Du warst wirklich, du warst sofort am Start. Ich habe gesagt, ich brauche dich. Ja. Zack. Sofort warst du da. Guck mal, ich schaff's gerade nicht, den Baum hier so knapp abzusägen wie du. Ich bin einfach nicht so geübt da drin. Oh nein. Bin schon ein Knorke-Typ, ne? Muss man ja schon sagen. Ja. Guck, Fury sagt gerade, wenn er mal groß ist, möchte er auch so sein wie du. Bitte nicht? Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich fühle mich nur minimal verarscht gerade. Nein, warum denn? Ich lese nur vor, was der Chat hier gerade... was er so schreibt. Ich ziehe hier gerade 3 Baumstämme auf einmal. Also der Traktor ist ja fast so stark wie du. Sieht man Pascal wirklich nicht an, aber er ist wirklich sehr stark. Das habe ich übrigens jetzt gesagt, das hat nicht der Chat geschrieben. Meine Zuschauer mögen dich sogar mehr als mich. Das ist ja auch nicht schwer, ne? Okay, Chat, it's over. Danke. Wir hören auf damit. Endlich. Ist ja unerhört. Okay, reicht das jetzt an Bäumen hier? Ach so, ja, ey, du kannst sowieso schon zurückkommen und die hier ein 8-Meter-Stück hier schneiden. Du brauchst gar nicht mehr weiterfällen. Voll. Gut, dass dir gar nicht aufgefallen ist, dass ich immer noch fälle. Ja, ich war so abgelenkt vom Honig, was ihr mir die ganze Zeit hier um mein Maul geschmiert habt. Aber mal ehrlich, dieses Projekt wäre ohne Pascal nicht das, was es ist. Guck mal, das ist ernst gemeint. Und alles andere war auch ernst gemeint. Ihr beide macht das super für die Community. Letzte Woche haben wir euch echt vermisst abends. Das ist glaube ich, auch... ernst gemeint. Das glaube ich dir, Marcel. Das ist wirklich, glaube ich, jetzt die erste Nachricht, die ich gerade im Chat lese, die ich wirklich ernst nehme. Und falls du mich gerade verarscht, dann schmoin in der Hölle. Immer wieder schön mit der Community zu quatschen. Absolut ernst gemeint, guck, aber das sagt Marcel jetzt nur, weil er Angst vor dir hat. Was viele nicht wissen, Sexy and I Know It wurde speziell nur für Pascal geschrieben. Hallo, lass mal los jetzt hier, Kollege. Er lässt mich los. Bitte. Danke. Boah, ich bin übrigens gerade ein bisschen... Weil du hast gesagt, für einen Anhänger brauchen wir ungefähr 20 Minuten. Aber jetzt sind schon 25 Minuten um und ich habe gerade mal die erste Hälfte hier voll. Du hast aber auch gerade, Sophie, erstmal Bäume gesägt und dann hast du sie noch klein gesägt. Ja, das stimmt. Wenn ich den Baum hier jetzt noch drauf kriege... Boah! Also das ist ein krasser Anhänger, muss ich jetzt mal... Echt? Muss ich mich mal jetzt hier loben? Das ist ein krasser Anhänger. Guckt mal. Könnte sogar noch einen Baum drauf. So, kriegen wir da jetzt noch einen drauf schon, oder? Ich will da noch einen Stamm drauf kriegen. Warum bewegt sich der Anhänger? Pascal, mein Anhänger bewegt sich. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Das ist, wenn du mit Fahrzeugen dran gehst, werden die Anhänger irgendwie magnetisch. Aber hängt der Deutz noch dran? Ja. Keine Ahnung, was du da gerade machst. Stark. Das ist ein Anhänger, der Potenzial hat, sag ich dir. Platz da, Sophie! Nee. Pascal! ey, was? Wir haben hier wirklich einen ganzen Wald abgeholzt. Ja. Ich spür's. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich das in der Realität gemacht. Ist so. Ist einfach so. You nailed it. Du hast die Bäume hier übereinander geladen. Das ist nicht gut, Pascal. Also die Tretminen, die du mir hier hinterlassen hast, die sind nicht gut. Tretminen sind's nur, wenn man halt ihnen nicht ausweichen kann. Ist erstmal der letzte. Die restlichen lasse ich liegen, weil die liegen mir wie Mikado-Sticks übereinander da. Ja, es liegt ja jetzt hier auch noch sau viel. So, wir haben übrigens noch 20 Minuten. Ja, okay, das war's dann mit den 2 Ladungen. Ja. Ja, aber ich glaube, mehr als einen Baum kriegen wir da jetzt auch eh nicht mehr drauf, oder? Boah, das wird so eine Premium-Lieferung. Boah, also das ist ein toller Anhänger. Ich bin ganz stolz. So, jeder noch seinen Stamm drauflegen und dann fahren wir weg? Also ich glaube, Real Talk, wenn wir die so zum Verkaufspunkt kriegen, dann könnten wir dafür 40.000 kriegen. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig stronger Anhänger. Ach du meine Güte, also wenn wir den wegkriegen, den Anhänger, dann ist wirklich komplett crazy. Wie wollen wir das aber machen? Soll ich, warte mal, ich versuche mal erstmal gerade zu ziehen. Oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Kuppel einfach mal ab und fahr weg. Oh, du darfst die aber nicht zu eng um die Kurve ziehen, sonst fallen die um. Soll ich mitfahren mit einem Traktor zum Helfen potenziell? Du könntest jetzt schon mal direkt links von mir fahren. Aber dann nehme ich, glaube ich, lieber den Messi, oder? Weil wegen der Gabel.
Nee, du musst nur stützen. Aber was wollen wir mit dem Messer hier auf dem Hof? Ja, wir fahren auch dann wieder zurück. Wir haben ja dann auch die Holzanhänger hier. Den vorderen oder den hinteren stützen? Den du meinst. Aber stell dich ruhig so in Fahrtrichtung hin, dass du einfach nur quasi von der Seite stützt, dass es nicht direkt umkippt und dass du quasi der Keil da bist. Ich bin der Keil. Okay, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Du hast noch gar nicht dein Guess abgegeben. 39.800. Lol. Ich habe 40.000 geschätzt, ja. Ready? I'm ready. Bitte. Let's go. 45.419. Das ist wirklich krass. Das ist echt eine starke Lieferung gewesen. Nee, da bin ich sehr zufrieden mit uns, Pascal. Das haben wir gut gemacht. Aber gut, man muss halt auch sagen, es hat jetzt an sich die ganze Stunde gedauert. Ja, das stimmt. Mit Vorbereitung und Zusehen, ja, hast du recht. Ich sag mal so, wir haben gesagt, wir gehen aus der Stunde mit 6-stelligem Betrag raus. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Um auf die knapp 300.000 für deinen Traktor zu kommen, würden wir noch 2 ganze Folgen brauchen. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin komplett fein damit, wenn wir meinen Traktor erstmal an die Seite schieben und darauf hoffen, dass es vielleicht mal irgendein Angebot gibt. Also ich lass dir da komplett, weil 300.000 für einen Traktor auszugeben ist zwar sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig und ist halt mega der Grind bis dahin. Ist halt schwierig, weil es tut dann halt auch irgendwo weh, wenn man schon so weit gekommen ist sozusagen und es dann anders ausgibt. Seht mal von der Seite. Wir haben jetzt 111.000. Mhm. Wir wechseln ja jetzt den Monat. Und wenn wir den Monat wechseln, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir Paletten verkaufen können, weil wir überall Erzeugnisse haben. Ja. Und dann können wir ja mal gucken, wie viel Geld wir haben, ob man sagt, ja ey. Ist nicht mehr so weit. Ist nicht mehr so weit. Oder dass man sagt, so ey komm, weißt du was. Wir holen uns neue Fläche, holen uns neue Felder. Ich würde tatsächlich auch sagen eigentlich, dass wir jetzt genauso auch die Folge abschließen. Wir gehen jetzt noch schlafen und gucken noch in den Gebrauchtwarenshop, oder? Das ist ein Deal. Ja, ne? Komm her, ich mach dich noch nass. Du bist eigentlich komplett sauber. Hast die Fenster zu? Klar. Sehr gut. Boah, ist der Lack kaputt vom Flug, ey. Holy moly. Okay, Schlafi. So, 9 Uhr, schlafen. Dann morgen. Welcome to April. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, wenn ich auf P drücke, ob ich dann schon drin bin. 3, 2, 1. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Oh Gott. Das glaube ich jetzt nicht. Oh Gott. Nein, Pascal, nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist mein Haustraktor. Es gibt keinen, den ich hässlicher finde im LS. Aber der hatte auch keinen, der hatte keinen Front, also keinen, da kannst du vorne nichts anhängen, ne? Vorne ist egal, es geht um hinten. Nein, ich finde den so hässlich. Da haben wir uns nicht erst in der letzten Folge oder sowas über die hässlichsten oder über der vorletzten oder so über die hässlichsten Traktoren unterhalten? Da habe ich den gezeigt. Aber ich muss leider sagen, er ist perfekt. Er ist wirklich perfekt. Weil er hat 357 PS und er kostet direkt 100.000 weniger als deiner. Er ist perfekt einfach. Gut, es muss auch mal dafür ein erstes Mal geben, dass man halt auch einfach mal die hässlichen Traktoren kauft. Also wir werden den nehmen, ne? Ich sag mal so, es kann ja durchaus auch passieren, dass der irgendwann verschwindet aus dem Gebrauchtwarenshop, ne? Nee, eigentlich muss man das jetzt wirklich als krasses Glück sehen, dass so ein Traktor, ja, im Gebrauchtwarenshop ist. Also man muss es jetzt als super, super, super Glücksfall sehen, auch wenn es ja wirklich ein brutal hässlicher Traktor ist. Aber es ist genau das, was wir gerade brauchen und es wird uns unfassbar viel Arbeit ersparen. Wir müssen jetzt halt wirklich hoffen, das heißt also beim nächsten Mal ist klar, logischerweise natürlich die ganze Feldarbeit, die so ansteht im April und Holz. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir dann beim nächsten Mal damit anfangen, alles zu verkaufen, was wir an Produkten haben. Und dann das restliche Geld, was uns dann noch fehlt, das werden wir dann mit Holz direkt machen. Und erst danach, also nachdem wir den Traktor gekauft haben, dann Feldarbeit, ne? Weil nicht, dass der dann verschwindet. Man kann natürlich irgendwie noch zum Beispiel ein Front, was ist das auch für ein hässliches Frontgewicht? Oh, das wird ja nur furchtbarer. Ja, vielleicht machen wir noch Frontgewicht mit dran. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann wäre er bei 200.084. Wie das von hinten aussieht. Ach du Kacke. Aber ich würde das Frontgewicht mitnehmen. Das größte. Ja gut, das kostet 1,9, ne? Das kriegen wir hin. Ja, ich meine nur. Also 200.084 Euro kostet der im Vergleich zu dem, den Pascal eigentlich haben wollte mit 296.000. Hattest du schon gecallt, wie viel PS der haben würde, deiner? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich hatte nur gesagt, über 250. Ja, und der hier hat halt 357 PS. Das ist insane. Ist wirklich insane. Okay, das heißt also, der Plan fürs nächste Mal steht damit ganz klar. Geld verdienen, um uns diesen zauberhaften Traktor leisten zu können. Das ist echt ein krasses Ende von dieser Folge, ja. Sophie. Ein richtig krasses Ende. Aber ein richtig gutes Ende. Also, ich muss auch sagen, das macht die Folge jetzt nochmal ein bisschen besser, als sie eh schon war, würde ich denken. Ich finde, sie war sehr gut, weil wir haben richtig, richtig guten Progress gemacht. Wir haben unseren besten Holzanhänger verkauft. Felder sind
ready, neuer Monat und so. Wir haben wieder Produkte zum Verkaufen. Also es war eh ein richtig guter Monat. Und dass der jetzt da ist und dass das jetzt sozusagen, weil das können wir schon ziemlich sicher in der nächsten Folge schaffen, uns den Traktor zu holen. Ja, klar. Wir müssen uns sputen, nicht, dass er verschwindet. Wie gesagt, das haben wir ja schon beobachtet. 90.000 ist aber machbar, wenn wir halt die ganzen Produkte verkaufen, parallel Holz und alles. Also da bauen wir uns noch eine Taktik zurecht, aber wir müssen, also ja, auch wenn es nicht der schönste ist, ist es trotzdem 350 PS für 200.000. Also das sind wirklich die best angelegten Euro, die wir hier in diesem Format bislang haben werden. Ja, wir haben ja immer gesagt, es geht in diesen von Null Projekten mehr um Funktionalität als um Aussehen oder Marke. Und das bestätigt sich daran dann nochmal. Na gut, Pascal, das heißt also beim nächsten Mal kannst du dich auf deinen neuen Traktor freuen, auch wenn es nicht der ist, den du haben willst. Aber es wird ein richtig, richtig geiler Traktor. Und auf Grundlage dieses Traktors können wir dann so viel aufbauen, mit einem größeren Flug kaufen, neue Feldfläche kaufen, große Felder anlegen und so. Also das wird wirklich insane. Ja, das kann man sagen, Stunde 61 und 62, voller Erfolg.